Alter, hey. Alter Verwalter. Noch einer. Die kommen. Oh, sachte, sachte. Oh nein. Dreckiges Stück. Idiot! Wissen Sie, was Sie getan haben? Hey! Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Na. Sie verloren, Sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen. Ist er? Nö. Doch! Ist er. Tja, Gut, wir wissen, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. So viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos! Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Wenn sie nicht manns genug sind, die Embryos zu holen, mache ich selbst! Moment! Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir ihren Kontakt treffen. Ich weiß! Aber sie haben sie fallen gelassen. Tja, passiert. Wenn sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los, aber schnell. Ja, aber zack, zack im Frack. So, sachte, sachte. Verdammt, Baby. Reiß dich zusammen. Langsam und lass dich nicht töten. Oh Mann, aber ich mag die blöde Schleicherei nicht. Jetzt komm schon. Verdammt, reiß dich zusammen. Langsam und lass dich nicht töten. Wobbt er jedes Mal zurück, oder? Verdammt, oh, jedes Mal bei dem. Langsam und lass dich nicht töten. Billy, warp jetzt nicht zurück und lauf einfach deinen scheiß Weg weiter, ja? Oh. Ups. Oh oh. Ich war's nicht. Oh, verrückt. Oh. Komm schon, komm schon. Oh, Alter. Nein! Scheiße. Ich hab dich gewarnt, ich hab gesagt, ich kann nicht schleichen. Ah, wenn es so weitergeht, dann passt es schon. Oh, Scheiße. Ja, irgendwann krieg's auch ich hin. Schön, Happa Happa. Das ist geil. Einfach nur wie eine Kerze stehen bleiben und schon passiert nichts mehr. Was ist? Hey, Süße. Was macht ein nettes Mädchen wie du an so einem Ort? Ah. Hab sie! Oh, fuck. Oh. Und da hätte ich nicht zurückschleichen können. Carl Lewis kann sich gerne ein paar Trainingstipps von mir holen. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Hey, danke. Macht fast wieder gut, dass ich sie verloren habe. So. Ah, oh, der sucht immer noch. Aha. Sachte, sachte, sachte. Wo ist er? Wo ist er? Such? Such? Ja, such. Wo ist er denn? Hä? Ja, wo ist er denn?
Oh, kommen die gerade in seine Richtung? Ja, so sieht's aus. Stopp! Was? Ich habe Augen gesehen. War nur eine Ratte oder so. Gehen wir weiter. Nein. Nein. Ich habe ähnliche Augen gesehen, bevor ich gebissen wurde. Das tue ich mir nicht nochmal an. Große leuchtende Augen? Sie haben sie auch gesehen? Nicht hier, aber ja. Oh. Weiter. Raus hier. Ja, genau. Sachte. Was ist? Na los, wir müssen weiter. Niemals. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Oh Gottes. Okay, wir können hier nicht raus, weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das Licht an. Scheint so, als würden diese Dinger lieber im Schatten bleiben. Oh, ich wir haben Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Ich habe da ein ganz, ganz mieses Gefühl wegen seinem Kumpel. Hallo. Oh. Das will er jetzt nicht machen. Das Licht geht gleich an, gell? Worauf warten Sie dann? Auf nichts. Ist nur ein anderes Modell als die, die ich kenne. Sie wissen also nicht weiter? Da ist ein grüner und ein roter Knopf. Was glaubst du wohl? Push to close, push to open. Was ist das? Was ist mit dem Ding da vorne? Vielleicht muss man es erst vorbereiten, bevor man es einschaltet. Wie eine Ölpumpe oder so. Nichts für ungut. Aber dieses elektrische System ist wahrscheinlich viel komplexer als alle, die Sie kennen. Ich mach das schon. Was steht denn da? Warum lesen Sie nicht einfach die Anleitung? Sie ist doch direkt da. Ganz ruhig. Das ist nur ein aufgemotzter Sicherungskasten. Huh. Werfen wir eine Münze? Ah, komm. Grün ist immer gut. Zum Schließen drücken. Was schließen? Tja, ich habe versucht, richtig zu raten. Gott sei Dank. Okay, ich hab's jetzt. Schließen Sie die Augen, denn gleich verlieren Sie Ihre... Oh-oh. Nachtsicht. Ganz schlecht. Nett. Was ist los? Dad? Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte gar nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen. Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles Ausschalten heißt? Das ist doch der totale Widerspruch. Deswegen habe ich zuerst auf Grün gedrückt. Die Anleitungen lassen müssen. Warum schreien Sie nicht lauter? Auf der anderen Seite der Insel ist ein Dino, der Sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Wie auch immer. Gibt's kein Schließen? Na dann. Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheiß sofort. Na dann schließ. Stimmt, wer ist jetzt? Oh, bitte nicht. Ach komm. Oh oh. Hier ist Artie Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung, bevor wir dicht machen, Parklinge. Lol. Wer um 7 nicht am Schiff ist, kommt auch nicht mit. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch packen. Eins meiner Lieblingsstücke. Und die GEMA sperrt euch? Er ist doch nicht mehr hier, oder? Nein. So wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Ah, ich hab gedacht, hier ein kleiner Song, der sie für die Überfahrt bereit macht. Und die GEMA sperrt euch. Das wäre so bitter. Wow. Hey. Verdammt. Lol. Ja klar, wie soll man sowas beim ersten Mal machen? Verdammt. Ha, peng, voll in die Fresse. Verdammt.
Ah ja, klar, natürlich. Sag mal. So, jetzt reicht's aber, das blöde Vieh. Da hat man überhaupt keine Reaktionszeit, hey. Bis ich das gelesen habe, ist der tot. So, fertig jetzt. Erstmal beide aufgestanden. Oh nee! Ach komm, willst du mich eigentlich verarschen? Na dann komm doch. Lol. Oh. Ah, das wär's gewesen. Okay. Beide stehen erstmal auf. So, weiter geht's. Heilige Mutter Gottes, ich hab's geschafft. Oscar, noch drei. Da lang. Lol. Ardi, die Show ist vorbei. Laura, jetzt bin ich ihr Fan. Macht das die Sache mit dem Lysin wieder gut? Nicht übertreiben. Oscar, hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Dornröschen ist also aufgewacht. Musstest du sie küssen? Ich bin von allein aufgewacht, danke. Oder? Sie waren doch die ganze Zeit auf dem Baum da. Natürlich. Glauben Sie mir, wenn ich Sie küsse, erinnern Sie sich dran. Das wird niemals passieren. Sagen Sie sowas nicht. Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Ja. Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Ja. Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge. Ja. Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. InGen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Okay. Und dieser eine wär's dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir. Aber ihr nicht. Ich glaube nicht, Billy. InGen gibt uns echt viel Arbeit. Bin mir nicht sicher, ob ich den Geldhahn zudrehen will. Das verstehe ich. Aber mit der Kohle bräuchten wir nie wieder zu arbeiten. Du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Hast noch genug Zeit, bevor wir den anderen Helikopter rufen. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Okay. Ich habe also die Wahl. Macht das oder macht das nicht? Die Frage der Fragen. Aber ich glaube, es ist in diesem Spiel egal, wie ich mich entscheide. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Ernsthaft? Wir können das nicht geheim halten. Mist. Wir brauchen Notfallpläne. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Wo ist es? Weiß ich. Ja! Das lässt ihn unbeeindruckt. Taxi!